Hallihallo und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder ein England-Haul. Ich war letztes Wochenende, was für euch schon vor 2 oder 3 Wochen her ist, je nachdem, wann ich das Video hochstelle, war ich wieder eine Freundin in Manchester besuchen und war natürlich wieder im Superdrug und Boots. Vor allem nachdem meine No-Buy-Challenge, die 6-monatige, rum war und dann bin ich ein bisschen eskaliert, so wie eigentlich immer in England. Und daher dachte ich, ich mache jetzt einfach mal ein Haul. Ich war einmal beim Superdrug und beim Boots. Ich hatte eigentlich auch die Originaltüten, aber irgendwie war es dann ein bisschen blöd, die im Koffer mitzunehmen. Und daher dachte ich, mach mal so. Ich habe es extra so fotografiert, dass ich noch wusste, wo was reinkommt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt am besten mal mit Boots an, weil das ist das meiste, was ich gekauft habe. Insgesamt habe ich 190 Pfund ausgegeben, was über die Maßen viel ist. Und ich war ein bisschen schockiert. Man muss aber dazu sagen, in diesen 190 Pfund waren auch 4 oder 5 Babyklamotten mit drin, die ich meiner Schwester, also für meinen Neffen mitgebracht habe. Und ja, und halt auch Medikamente und solche Sachen, die ich mir dort immer kaufe, die habe ich ja natürlich jetzt hier nicht mehr drin. Ich habe echt nur die Beauty und die Pflegeprodukte und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Also wie gesagt, ich habe hier eine ganze Tüte und ich würde sagen, ich ziehe einfach mal random raus. Und zwar bin ich ein bisschen eskaliert in der Maskenecke. Das lag daran, dass ich, bevor ich jetzt nach England gegangen bin, 2 Wochen lang eine relativ schlechte Haut gehabt habe. Also jetzt immer noch nicht, dass ich sage, ich habe mega viel Akne oder so gehabt, aber ich hatte für meine Verhältnisse relativ viele Pickel. Ist mir dann aufgefallen, ich habe irgendwie gar keine Masken mehr so für reine Haut, weil ich sie normalerweise nicht so brauche. Und dann war es wirklich so, dass ich im Superdrug und Boots ausgerastet bin. Und eine dieser Masken war von der Yes to Tomato Clear Skin. Das ist im Prinzip, so wie ich das hier verstehe, ist es Kohle mit Tomatenextrakt, die reinigend und für klare Haut sein soll. Das ist ein Pulver, das man dann selber anmischt, was ich sehr, sehr gut finde, weil dann trocknet es nicht aus. Weil ich finde immer diese ganzen Clay Masks und Kohlemasken so trocknen relativ zügig aus. Und hier kann ich es einfach jedes Mal anmischen. Und hier sind 99% natürliche Zutaten drin. Und diese Yes2-Produkte sind sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr teuer. Also dieser Bottich hier hat 10 Euro gekostet, was ich schon relativ horrend fand. Dann ein Produkt, das ich so noch nicht gesehen habe von Batiste, das Hide My Root Concealer. Sieht im Prinzip so aus, dann kann man das aufmachen. Hat hier ein Puder drin und einen Pinsel, einfach um, wenn der Ansatz rauskommt, um den ein bisschen einzufärben. Normalerweise gucke ich wirklich, dass ich meinen Ansatz im regelmäßigen Abstand einfärbe. Jetzt gar nicht, weil der Farbunterschied schon so krass wäre, sondern einfach, weil ich weißes Haar habe. Also nicht mal mehr grau, sondern wirklich weißes Haar. Es passiert immer wieder, dass ich es einfach vercheck, meine Haare abzufärben. Und wenn ich dann einen Zopf mache oder so, sehe ich halt hier weiße Strähnen und dann verwende. Habe ich immer gedacht, sowas wäre eigentlich nicht schlecht. Jetzt habe ich das gesehen. Das gab es in dunkelbraun, also die Farbe, die ich verwende. Und jetzt dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Dann habe ich mir von Rexona oder auch der englischen Variante Sure ein Deo gekauft, das Maximum Protect for Sensitive Dry. Ich hatte hiervon das Graue, das ich sehr, sehr gut fand. Und das Lilane habe ich hier in Deutschland noch nie gesehen. Und dadurch, dass es ja wirklich nochmal für sensible Haut ist, dachte ich, macht das noch mehr Sinn, weil ich bin ja immer auf der Suche nach einem guten Deo. Das gleiche hier auch, Vaseline Active Fresh. Ich habe von Vaseline von der Marke selber schon sehr, sehr viele Produkte getestet und habe sie immer sehr gut vertragen und dachte, dann probiere ich das hier jetzt auch mal. Dann habe ich von der Babymarke Johnson's, oder ich verbinde es immer mit der Babymarke Johnson, die Face Care Make-up Begone Pampering Wipes gekauft. Ich verwende ja nicht mehr so viele von diesen Feuchttüchern, aber immer mal wieder, vor allem wenn ich in der Badewanne bin und mich gerne nochmal abschminken möchte, weil ich finde das irgendwie immer blöd, wenn ich in der Wanne liege und der ganze Dampf hochkommt und ich noch das ganze Make-up-Gesicht habe. Ich denke mir dann immer, das kann nicht so gut sein, also verwende ich sowas in der Badewanne ganz gern. Und da ja jetzt wieder die kalte Jahreszeit kommt, in der man mehr badet, dachte ich, teste ich sowas mal aus. Dann habe ich von E45 die Rich 24 Hours Lotion Spray gekauft. Ich wollte eigentlich die ganz normale und dann war hier diese mit Prime Rose Oil ganz, ganz neu und auch um die Hälfte günstiger. Die soll super lang anhaltend sein und sehr, sehr pflegend sein und dachte, jetzt probiere ich sowas einfach mal, weil ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man sich eincremen möchte und möchte einfach, dass das schnell einzieht.
Dann habe ich von Palmer's Cocoa Butter Formula die Soft and Soothe Relieves Rough Dry Skin 24 Stunden Moisture. Sieht fast ein bisschen aus wie Vaseline, also ist sehr, sehr hart. Riecht mega gut, also sehr schokoladig einfach. Und meine Freundin aus England liebt es total gerade für Stellen, die ein bisschen rauer sind, wie die Ellbogen, die Knie oder ähnliches. Und ich dachte, ich verwende das für meine Füße. Dann habe ich von Botanix die 80% Organic with Rosehip Augencreme gekauft. Einfach deswegen, weil meine Augencremes sind fast leer und ich bräuchte mal wieder eine neue. Und ich liebe Rosehip, also Hagebutte, weil ich finde, meine Haut reagiert darauf sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir, meinte ich, dachte ich, wo ist das? Ach hier. Von der gleichen Variante das 100% Organic mit Rosenwasser und Hagebutte, so ein Gesichtswasser gekauft, weil auch mein Gesichtswasser ist fast leer. Daher habe ich mich für die beiden entschieden, weil es war, kauf eins, kriegt das andere irgendwie 40% reduziert. Und da bin ich mal gespannt, wie die sind, weil von der Marke selber habe ich noch nicht viel getestet. Ich habe mir dann auch von der ganz neuen Marke Yogurt Skin das Pore Minimizing Toner gekauft. Auch einfach aus dem Grund, weil meine Gesichtswasser relativ aufgebraucht sind und ich was Neues testen wollte. Dann habe ich von Soap & Glory The Fab Pore Maske, Purifying Mask and Peel, mir mal gekauft, einfach zum Testen. Ich dachte anfänglich erst, es ist eine Gesichtscreme und war dann nicht so begeistert, weil ich habe so viele Gesichtscreme, aber es ist eine relativ kleine Größe, daher perfekt geeignet. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, weil ich finde die Tuchmaske von dieser Kollektion sehr, sehr gut. Und dachte, dann probiere ich es mal mit der großen Maske aus. Dann habe ich von Botanix das Relaxing Lavender Body Spray, Body and Pillow Spray gekauft. Eigentlich für meine Bettwäsche, einfach weil ich in letzter Zeit gemerkt habe durch mein Armband, dass ich nicht so viele Tiefschlafphasen habe und hoffe jetzt einfach, dass sowas mich ein bisschen entspannt und mir beim Schlafen hilft und dachte, ich probiere es einfach mal aus. Dann habe ich von Revlon eigentlich drei Produkte gekauft, weil es war Kauf 2, kriegt das dritte umsonst. Das dritte war aber ein Concealer für meine Schwester, den habe ich ihr schon geschenkt. Das andere war von Revlon das Color Stay in der Farbe 110 Ivory, die Foundation. Ich wollte die mal testen und gucken, wie ich mit der zurechtkomme. Ich fand es ganz cool, weil es gab einmal eine für ölige Haut und einmal für eine für normale bis trockene Haut. Ich habe jetzt mal die hier genommen, weil ich habe ja nicht unbedingt eine ölige Haut, sondern eher eine normale und jetzt bin mal gespannt. Und dann dachte ich, als drittes Produkt war nichts, was mich wirklich gereizt hat, außer dieser Nagellack. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Es ist ein lilaner Nagellack mit blauen und pinken Glitzerstücken drin und ich fand, das sah so cool aus. Das sah einfach aus wie ich. Als Nagellack. Und deswegen musste er mit. Dann habe ich auch von Palmer's das Cocoa Butter Formula, die klassische Fußmaske gekauft, einfach zum Testen, weil einfach Palmer's sehr, sehr beliebt ist für trockene Haut. Und ich von der Marke selber noch gar nicht wirklich was getestet habe und dachte, dann greife ich da mal zu. Dann habe ich mir zwei Haarfarben gekauft. Und wer mein Video, wann war es, mein Aufrauchvideo gesehen hat, wird jetzt vielleicht den Kopf schütteln, weil ich ja da gesagt habe, ich versuche eigentlich das Blau rauszubekommen, nur um zwei neue blaue Farben zu kaufen. Ich hätte die Umverpackung rausgenommen, ich blende sie jetzt hier irgendwo ein. Einmal von L'Oreal, das Colorista Washout in Indigo. Das sah so geil auf der Verpackung aus, dass ich echt verführt bin, das hier nochmal auf meine Haare zu knallen, bevor ich es ganz rauswasche. Und dann habe ich von Schwarzkopf Light Color XXL, welcher Farbton ist das? Die 95. Ich meine, das ist auch irgendwas wie Deep Blue oder sowas. Und das habe ich ganz gern verwendet, um das mit einem Pink zu mischen, um mein Lavendellila zu bekommen für die Haarfarbe. Und deswegen habe ich mir das nochmal gekauft. Dann habe ich bei Barry M hart zugegriffen, also wirklich hart. Und zwar habe ich drei Nagellacke gekauft, alle aus der Under the Sea Collection. Ich habe mir einen aus dieser Kollektion vor einem Jahr mal gekauft gehabt und fand, ich liebe den. Ich trage den so, so oft und dachte dann, komm, kauf dir noch einen. Dann waren die ganz lange nicht mehr erhältlich und jetzt hatten sie wieder alle Farbtöne. Das Besondere an denen ist, dass die zwischen zwei Farben schimmern. Also hier ist es so ein Grün und ein Pink. Hier ist es so ein Blau-Grau mit einem Pink. Und das hier ist ein dunkles Lila mit einem Grün.
Und ich finde die so cool. Also ich freue mich voll. Ich habe jetzt auch vor kurzem eine englische YouTuberin gesehen, die den hier drauf macht. Und dachte die ganze Zeit, Alter, was hat die auf ihren Nägeln? Das sieht Hammer aus. Und dann hat sie gezeigt, dass es der hier ist. Und dann musste ich zugreifen. Und Marketingopfer Nummer 1. Ich habe hier auch von Barry M. den Unicorn Primer, die Drops geholt. Also es ist im Prinzip ein Primer. Der einfach Unicorn heißt, der Primer selber ist pink. Ich habe ihn auch schon mal getestet gehabt. Der ist pink mit ein bisschen Schimmer. Sehr, sehr schön. Also ich fand ihn gar nicht schlecht als Primer. Jetzt muss ich ihn mal im langen Test mal testen, um zu gucken, ob er was taugt. Dann habe ich am Flughafen selber nochmal so drei Kleinigkeiten mitgenommen. Da ist es auch immer so, nimm zwei Zahl, nimm drei Zahl zwei. Da habe ich einmal von Takeaways das Sunshine Protection, UV Protecting Leave In Spray genommen. Lohnt sich natürlich für dieses Jahr nicht mehr, aber fürs nächste Jahr, wenn ich wieder in Sommerurlaub gehe, war damals, also damals, als bevor ich in Urlaub gegangen bin, habe ich wirklich überall nach einem Sun Protecting Spray für meine Haare gesucht, habe nichts gefunden, das in einem Rahmen ist, den ich bezahlen wollte. Und jetzt habe ich aber eins. Dann habe ich von Aussie die 3 Minuten Miracle Moisture Haarkur gekauft. Ich finde die immer in den Sachets sehr gut, aber diese große Packung kostet, glaube ich, 10 € oder so. Und deswegen dachte ich jetzt so, die kleine ist eigentlich perfekt. Und von Palmers habe ich mir auch die Soft and Soothe Body Lotion mal geholt, einfach um auch zu testen, weil ich will es schon ewig testen, aber ich hatte ein bisschen immer Angst, weil ich bin eigentlich nicht so der Schokoladenduft-Typ. Habe es dann im Scrub, aber damals im Urlaub bei meiner Freundin getestet und fand es dann doch ganz gut. Und jetzt dachte ich, jetzt teste ich mal ein paar von den Produkten. Und das letzte Produkt ist das Lanolips. Sieht im Prinzip wie eine Handcreme aus, ist aber eigentlich primär als Lippenbalsam gedacht. Hier steht aber, dass man es für 101 verschiedene Anwendungen verwenden kann. Dafür müsste ich aber auf die Webseite gehen, um zu gucken, was für Anwendungen. Die Klassiker sind wirklich für die Lippen, wenn man trockene Stellen an den Ellbogen hat oder im Gesicht hat. Dann habe ich schon gesehen, irgendjemand verwendet es als Highlight oder als Grundierung für ein Highlight. Also lauter solche Sachen. Ich verwende es, wie gesagt, hauptsächlich für die Lippen. Und das war's von Boots und jetzt zeige ich euch mal Superdrug. Beutel. Ich habe relativ viel Make-up, meine ich, gekauft bei Superdrug, wenn ich mich richtig erinnere. Eins davon ist von Revolution die Imagination Highlighter, The Moon Palette. Und zwar ist Imagination ist eigentlich die YouTuberin Imogen und ich liebe die. Und die Augenpalette fand ich zwar auch schön, aber da waren viele Farben drin, die ich schon so habe. Und deswegen dachte ich kaufe mir. Gott, dieses ganze Packaging. Kauf mir lieber die Highlighter-Palette aus dem Grund, weil es nicht nur eine Highlighter-Palette ist, sondern auch eine Contouring-Palette. Und zwar fand ich die Farben echt schön, also vor allem hier den und den da. Und die Highlighter sehen gut aus. Die Puder, muss ich sagen, ja, das Gelbe, das Braun ist jetzt nicht meins, aber ich schminke ja auch manchmal meine Freundin und die hat dann einen sonnengeküssteren Teint als ich und da würde das dann auch gehen und ich dachte einfach, die sieht mega mega schön aus, die gefällt mir sehr gut und ich probiere die mal aus und die ging auch vom Preis, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr ungefähr, ich weiß nur, Superdrug war so um die 60 Pfund. Dann habe ich mir von Makeup Revolution den Intense Long Wear Black Felt Eyeliner Renaissance Flick gekauft und ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihn gekauft, weil die Verpackung so schön war. Und ich eigentlich voll gern einen von den Lidschattenpaletten gehabt habe, weil das war eine Halloween Edition. Die hießen, waren so Märchen-Hexenmäßig angehaucht und die sahen so cool aus. Aber es waren auch wieder Farben, die ich schon hatte. Und da habe ich mir dann den Eyeliner mitgenommen und der sieht mega geil aus. Alter Schwede. Und er ist bombig schwarz. Also hier habe ich glücklich gegriffen. Sehr, sehr schön. Freue ich mich schon, den mal zu testen. Weil ich bin immer auf der Suche nach Eyeliner, die was taugen. Dann habe ich mir von Revolution auch die Foundation gekauft, die ja überall im Munde ist. Und ich dachte, ich probiere sie, weil ich den Concealer sehr, sehr gut fand. Ich hätte mir fast die Foundation genommen, die noch eine Nuance heller ist als die hier. Habe mich dann aber umentschieden, weil die wirklich fast weiß aussah, weil ihr seht schon, die ist auch schon mega hell. Und die passt auch perfekt, weil ich habe die schon getestet und die ist ein Traum. Hey, meine Haut ist so weich, wenn ich die drauf mache. Also wirklich traumhaft schön. Und ich bin gespannt. Ich will sie jetzt wirklich mal so ein bisschen Longwear-Test machen. Aber bis jetzt, so nach dem ersten Mal,
traumhaft schön. Dann habe ich mir auch zwei Paletten gekauft. Hier auch wieder erstmal der Name. Und auch wenn ich weiß, es wird jetzt in, es ist mir egal, weil meine Liebe war da, bevor es cool wurde, nämlich Mermaids, also Meerjungfrauen. Ich bin einer der größten Meerjungfrauen-Fans. Ich meine, schaut da nach hinten, die es gibt. Und das war auch schon bevor dieser Hype anfing. Und der Grund, warum ich mir die gekauft habe, abgesehen von dem Namen, war einfach die Farbauswahl. Ich finde, so Blau- und Grüntöne kriegt man nicht ständig in Paletten. Und ich verwende aber Blau- und Grüntöne wirklich sehr, sehr gerne. Und daher habe ich hier zugegriffen. Ich muss nur ganz kurz dazu sagen, bei diesen kleinen Paletten, so süß die sind, die kann man einzeln nicht so gut verwenden, weil ich meine, keine einzige matte Farbe hier drin ist. Also die sind alle schimmernd, weniger oder mehr schimmernd. Ich habe die hier, meine ich, schon getestet und war sehr, sehr begeistert. Die hier freue ich mich auch schon zu testen. Die andere ist die Unicorn Heart Palette. Und ich meine, hallo, wie schön ist die bitte. Aber hier auch wieder, die Farben sind halt hammergeil. Und ihr seht schon, da habe ich auch schon zugegriffen. Die habe ich auch schon ein bisschen getestet, so zwei, drei Farben. Und sie ist wirklich, wirklich schön. Hier aber auch das Gleiche. Es sind nur schimmernde Farben drin. Also man muss es in Kombi nehmen. Aber sehr, sehr schöne schimmernde Farben. Also gefällt mir super gut. Und wie gesagt, ich freue mich, das zu verwenden. Dann habe ich von Lotte London das Ready Set Go Translucent Powder gekauft, weil ich so, so viel Gutes von englischen YouTuber darüber gehört habe, dass das sehr nah an das Laura Mercier Puder rankommt, das ich selber nicht habe, aber muss ich ja nicht. Ich muss ja nur wissen, ob es mir gefällt oder nicht, und ich bin sehr, sehr gespannt. Dann habe ich mein allerliebstes Trockenshampoo gekauft, nämlich von Batiste, das Rose Gold. War es notwendig? Nein. Habe ich noch drei andere Trockenshampoos? Ja. Ich habe es trotzdem gekauft, weil so viel ich weiß, bekommt man das Rose Gold in Deutschland nicht. Und ich habe es gesehen und habe dann einfach gedacht, ich nehme es mit. Schadet nicht, wird nicht alt. Also was soll der Geiz? Dann habe ich von Nip Fab das Ultra Illuminating Dewy Prime Mask geholt. Also es ist im Prinzip eine Tuchmaske. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt sieht in der Kamera. Ist eine Tuchmaske, die man sich vor Make-up drauf macht. Und das soll halt ein ganz, ganz tollen Primer sein, der ein bisschen dewy ist. Und ich, ja, die war preislich okay für eine Tuchmaske. Ich meine, sowas wie 2 Euro. Wäre jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, unter jedes Make-up packe ich vorher so eine Maske. Aber ich dachte, ich nehme es mal mit für so einen besonderen Tag. Also wirklich mal, wenn man auf einer Hochzeit ist oder ähnliches. Also so ein besonderer Anlass. Da möchte ich das gerne mal testen. Dann gibt es auch beim Superdrug Palmers. Und hier habe ich das Body Scrub gekauft, das ich ja bei meiner Freundin in Tunesien mal getestet habe. Das ich super gut fand und habe ich mir in groß mal mitgenommen. Dann habe ich insgesamt 3 Masken gekauft, weil es war wieder Kauf 3, Zahl 2, aber die dritte habe ich schon verschenkt. Nämlich einmal vom Superdrug selber die DC Purifying Clay Maske mit Teebaumöl, Witch Hazel und Zitrone. Und einmal von Superdrug die Detoxifying DC Mineral Mask, auch wieder, weil ich mal für 2 Wochen 4 Pickel hatte und ich ausgerastet bin. Muss ich ganz einfach ehrlich mal dazu sagen. Dann habe ich mir von der Marke T-Zone die Rose Gold Peel-Off Maske gekauft. Und zwar hat T-Zone 3 neue Masken herausgebracht, in Gold, Silber und Rose Gold. Ich bin ein Rose Gold Opfer und dachte dann, ha, nimm mal Rose Gold mit. Und das ist hier die Brightening. Die haben alle verschiedene. Die eine ist, Gott, ich glaube Moisturizing, die silberne, und die goldene macht auch irgendwas. Ich habe jetzt mal die Brightening. Ich will mal gucken, wie die aussieht. Ob die wirklich Rose Gold ist oder ob sie einfach nur schlammig braun ist. Dann noch ein Deo, weil ich ja nicht genug Deos habe. Und zwar das von der Firma Sanix. Sensitive Dry Sanix ist in England relativ berühmt für ihre Dusch- und Badezusätze. Also ihre Badegele und ihre Dusch... Nee, ihre Duschgele und ihre Badezusätze, so rum. Weil die für sehr, sehr sensible Haut ist, auch für Neurodermitis leidende Haut. Und jetzt dachte ich, komm, jetzt probiere ich auch mal das Deo aus, weil das ist ein Antiperspirant-Deo. Ich bin kein großer Fan von den aluminiumfreien Deos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und daher, ja, teste ich das mal. Dann, als ich diese zwei Paletten gekauft habe, gab es was gratis dazu, nämlich durfte man sich aus dieser Reihe einen Lippenstift oder einen Lippengloss raussuchen oder einen Liquid Lipstick.
Leider, ganz, ganz leider, hat von der Mermaid Edition die Farben waren einfach nicht meins. Also die Liquid Lipsticks waren alle blau oder grün. Und ich habe einfach nicht die Eier, um sowas zu tragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Lippenstifte waren alle so rosafarbige Nudes, die mir überhaupt nicht stehen. Das gleiche gilt auch für die Einhorn-Variante. Da war das dann alles so silbernes, lila oder solche Sachen. Das war jetzt auch nicht unbedingt. Und dann gab es auch noch die Drachen-LE und dadurch habe ich mir dann diesen Lipgloss rausgesucht. Ich glaube, ich habe den dort vor Ort getestet. Der ist so, so schön. Ich weiß nicht, ob er in meiner Sammlung bleibt, einfach aus dem Grund. Ich finde die Farbe hammergeil. Der heißt übrigens Fairway Flames. Aber mein Problem damit ist, ich komme mit Liquid Lipsticks nicht so gut klar. Jetzt will ich es aber testen, weil es gibt ja immer mal wieder Liquid Lipsticks, die super gut sein sollen und nicht so hart trocknen. Und zwar ist der so lila metallic. Wahrscheinlich erkennt man gar nichts, weil die Lichtverhältnisse gerade nicht der Burner sind. Aber er sieht sehr, sehr schön aus und ich will ihn unbedingt mal testen. Und dann habe ich mir von Lotte Lanten noch ein Glossy Girl in der Farbe Bär gekauft. Auch wieder meine Lieblings-YouTuberin Imogen hat den in die Kamera gehalten und gesagt, der ist traumhaft schön. Der ist nicht dieses Lipgloss, ich klebe dran, aber auch nicht dieses Liquid Lipstick, ich trockne deine Lippen as fuck aus. Entschuldigung für das Fluchwort. Aber ja, ich will das mal testen. So, kann bald nicht mehr reden. Wenn man drei Produkte pflegemäßig gekauft hat, beim Superdrug hat man ein Päckchen zusammenbekommen. Ich blende das euch mal hier ein, wie das aussah. Ich zeige es euch jetzt hier. Ich habe nämlich die Umverpackung wieder weggemacht, nämlich von einer meiner Lieblings, ja, Varianten von Superdrug, die Vitamin E-Reihe. Nämlich einmal die Body Cream und das Peeling, das mit Hafermehl gemacht wird, das meine Schwester sehr, sehr liebt. Und ja, finde ich immer ganz cool. Ich mag das bei Superdrug ganz gerne, weil man kriegt ganz, ganz oft Sachen geschenkt, wenn man irgendwie drei oder so davon kauft. Dann auch bei einer YouTuberin gesehen, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, von der Firma Nair, das Nourish Argan Oil Upper Lip Kit. So sieht es aus. Das ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Ich dachte irgendwie, das ist was zum Waxen, weil Nair auch ganz oft Wax-Stripes macht. Und zwar ist das für unseren Lady Mustache, also für unseren Lady Bad, eine Hair Removal Cream und danach eine Pflegecreme. So sieht es aus, im Prinzip so wie so Lip Balm Varianten. So ist auch das Ende. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich erinnere mich, ich habe einmal, oh Gott, bestimmt vor 15 Jahren oder so, einmal Haarentferner Creme auf meine Oberlippe gemacht. Es hat damit geendet, dass meine Oberlippe gefühlt alle Hautschichten, die sie hatte, verloren hat und roh war. Deswegen habe ich nie wieder Hair Removal Cream angefasst und ich dachte jetzt, weil eine YouTuberin, die ich sehr, sehr gerne gucke, die verwendet hat und gesagt hat, die ist traumhaft gut, teste ich es nochmal. Vielleicht, wenn ich weiß, es ist ein langes Wochenende und ich sehe dann nicht ganz so albern aus, falls es wieder mein Gesicht zerstört, aber ja. Und das allerletzte Produkt ist eine Charcoal-Zahnpasta. Und zwar ist die irgendwie überall in England. In jeder YouTube-Werbung wird die irgendwie präsentiert. Und deswegen dachte ich, ich probiere sie jetzt in klein mal aus. Das ist die Whitening Tooth Palette Helps Remove Stains. Und es ist, wie gesagt, das ist so eine Kohlezahnpasta. Und ja, warum nicht? Und das war's. Ich kann nicht mehr reden. Das waren alle meine Produkte, wie ihr gesehen habt, wirklich sehr, sehr viel. Also ich habe natürlich in England auch ein paar andere Sachen gekauft, wie Klamotten und ich habe auch bei B&M ein bisschen Deko, so Halloween-Deko gekauft, weil die sehr, sehr günstig dort war. Ich bin aber mal seelisch davon ausgegangen, ihr wollt das nicht sehen und ihr wollt bestimmt auch kein Try-on-Haul sehen. Ich weiß es nicht. Wenn doch, schreibt es mir gerne rein. Ich zeige euch natürlich auch gerne die Klamotten und die Deko-Sachen, die ich in England gekauft habe. Bei mir ist es halt immer so. Ich filme halt ganz oft die Sachen ab, die ich gern gucke. Und ich mag ganz gern so Englandholz, weil ich es immer ganz cool finde, wenn ich ins Ausland gehe und ich weiß schon so ein bisschen, was taugt. Und ich meine, ich habe jetzt noch nicht alle Produkte getestet, die ich euch heute gezeigt habe, ist klar. Aber ein paar Produkte kenne ich schon. Wenn ihr übrigens gerne sehen wollt, ein Video, wie ich die ganzen, also dass ich so eine Review mache, in sagen wir einem Monat oder so, wo ich euch mal kurz ein bisschen erzählen kann, wie die Produkte sind, dann lasst mir das gerne in der Kommentarbox drin. Ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich euch nochmal so eine Review gebe zu den Produkten. Ja, aber
dachte einfach mal, ich zeige euch einfach, was ich gekauft habe. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und hoffe, euch geht's gut. Tschüss!